Die wir in der Imkerei haben zurzeit. Das erste Problem, was die Imkerei heutzutage hat, und das größte, ist die Varroa. Das zweite Problem, was wir haben heute, ist die Varroa. Und das dritte Problem, und das ist auch die Varroa. Peter Rosenkranz. Ich habe gehört etwas, was sich nennt CCD. Colony Collapse Disorder. Colony Collapse Disorder. Der Herr Chris Baldwin. Dieses ist Chris Baldwin. Han er en föregångsman. Es ist ein Vorbild. Precis som Büchler ist. So wie Dr. Büchler ist. Und John Kifas. John Kifus. Kirk Webster. Kirk Webster. Und viele andere. Chris Baldwin, han använder inga bekämpningsmedel mot varroa. Chris Baldwin wendet keine Bekämpfungsmittel gegen die Varroa an. Han bor i South Dakota. Er wohnt in Süd Dakota. Han har 1500 i samhället. Er betreut 1500 Bienenvölker. Han har inte liten cellstorlek. Er hat keine kleinen Zellen in seinen Völkern. Han har en kombination av bin mellan gammal amerikansk kaukaser. Er hat eine Kombination von Bienen zwischen den alten amerikanischen und Kaukasien und Primorski. Och så har han en skötselmetod. Und dann hat er eine Betreuungsmethode, som passar i honom. Die ihm gut passt. Han vandrar till mandelodlingarna och för pollinering. Er wandert in die Mandelblüte für die Bestäubung. Und die Bienen werden stark geschädigt dort. Dann transportiert er diese nach Texas und macht Ableger. Und die werden aufgebaut. Und auf diesen Plätzen ist er meistens für sich allein. Sie werden es später verstehen, warum ich das sage. Han får ibland frågan. Er muss manchmal fragen. Varför har bina sådana problem som med att de dör så mycket? Warum haben die Bienen diese Probleme, dass sie viele sterben? Även om då varroan är det största problemet. Auch wenn die Varroa das größte Problem ist, so gibt es auch andere Probleme. Han brukar svara. Er pflegt zu antworten. Vergiftungen av jorden. Vergiftung der Erde. Det här är det naturliga utbredningsområdet för melifera, den typ av liv som vi har. Das ist das natürliche Ausdehnungsgebiet unserer Bienen. Der Melifera. Und in diesem Gebiet ist die Apis cerana, der asiatischen Biene, verbreitet. Wo man sagt, dass das die Ursprungswelt der Varroa ist. Ja, dann zeigen die Pfeile die unterschiedlichen Transportwege der Bienen im Laufe der Jahrhunderte. Und das zeigt also auch, warum das Problem mit der Varroa auftauchte. Wir haben pratat lite om varroan i Südamerika, varroan i Sydafrika. Wir haben gesprochen über die Varroa in Südamerika und in Südafrika. Problemen här känner vi redan.
Das Problem bei uns hier oben in dem Bereich kennen wir eigentlich genügend. Vi skal også tænke på, at trots at Melifera flyttades tidigt til Asien. Vi sollten trotzdem daran denken, dass unsere Melifera auch zeitlich nach Asien transportiert worden ist. Så hadde de ingen problemer der oben. Så hadden de keine Probleme dort unten. Og det er ganske konstigt at tro. Das ist eigentlich ganz komisch zu glauben. At ikke varroa kom ind i de europæiske bierne. Ja, dass unsere europäischen Bienen, die hier unter der Varroa leiden, dort unten zurechtkommen mit der Varroa. Utan man kan fundera på varför dog inte, varför hade inte Melifera bierna problem? Ja, man kann natürlich versuchen, das zu ergründen. Warum haben die keine Probleme dort? Förrän på 50- och 60-talet. Früher, in den 50er und 60er Jahren. Ein Jahr ist vorher nicht geworden. Er möchte da nicht darauf antworten. Jedenfalls so jämfört man mycket då först när varroan började bli problem. Många forskare gjorde olika slags försök och gör fortfarande. Ja, das Problem ist, dass viele Forscher unterschiedliche Probleme untersuchen. Das war ein Versuch, dass man also gedeckte Brut, wo steckte man? Von europäischen Bienen, also Rahmen mit gedeckelter Brut europäischer Bienen. Som hade kvalster. I man placerade i Cerana-samhället. Die steckte man in Völker der anderen Rasse, die Cerana-Völker. Och väldigt snabbt så identifierades Cerana-bienen. Und sehr schnell identifizierte sich die Cerana-Biene. Att det fanns kvalster i hymnet. Dass dort Milben in der Brut waren. Und die öffneten die Zellen und räumten sie aus. Und man zog den Schlusssatz, dass dies hier eine wichtige Eigenschaft ist, wo man darauf achten muss, wenn man selektiert. Das hat man angefangen zu tun. War das zu leise? Okay. Ich muss ein bisschen statischer.